Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diese Karten kennt ihr schon, die sind aus dem Video vom Donnerstag. Da haben wir ja Hintergründe mit Schatten gearbeitet und da kamen ein paar Fragen, ob ich nicht einfach mal zeigen könnte, wie ich Schablonen selber mache. Und da das wirklich super einfach geht, dachte ich, wir machen das heute einfach mal. Ist eine ganz tolle Beschäftigung jetzt, wo wir ganz viel Zeit haben, um einfach ja, auch mal seine ganzen Stanzen auszuprobieren. Wir haben ja viele Stanzen, eventuell auch so ein paar Stanzen, die wir noch nie wirklich benutzt haben. Und das wollte ich euch mal zeigen. Ich habe das jetzt so ein bisschen schon mal vorbereitet, damit das nicht ganz so lange alles dauert. Genau, das waren jetzt eben diese vier Karten aus dem letzten Video. Immer noch die beiden grünen sind hier meine Favoriten. Ich finde die echt toll. Genau, um uns eine Schablone selber zu machen, brauchen wir eine Stanzmaschine und Papier. Ich habe es mit Laminierfolie probiert. Also ich habe die Laminierfolie einfach einmal durchgegeben durchs Laminiergerät und dann gestanzt. Es hat bei mir einfach nicht funktioniert. Egal welche Stanze ich benutzt habe, ich komme nicht durchs Plastik durch. Funktionierte irgendwie nicht so wirklich. Keine Ahnung warum. Also habe ich Papier genommen. Ich hole mal meine Stanze hier rüber, meine Stanzmaschine. Und wie ihr seht, ich habe schon mal angefangen, damit das nicht ganz so lange dauert. Am besten nehmt ihr Stanzen, die nur Umrisse sind. Wie zum Beispiel hier diese Tannenbäume. Da das Innere einer, also wenn ihr drinnen so ganz viel Schnörkelkram habt, in diesem Tannenbaum zum Beispiel, das stanzt ihr mit raus. Das sieht nachher keiner mehr, weil wir das ja nicht miteinander verbinden können. Dann legt ihr euch einfach, je nachdem wie ihr das gerne möchtet, eure Stanzen hier drauf, dann wird das Ganze einmal durchgekurbelt und dann habt ihr eure eigene Schablone, diese Stanzteile, die jetzt hier rauskommen, die Tannenbäume und so oder jedes andere Motiv, könnt ihr super aufbewahren, also nicht wegschmeißen oder so, das kann man immer wieder super verwenden. Ich zeige euch gleich auch noch mal ein paar Beispiele, die ich schon gemacht habe. Da seht ihr dann auch, dass man diese Stanzteile einfach gut wiederverwenden kann. Ja, meine Platten sehen echt schon ein bisschen zerstört aus. Müssen wir mal neue holen. Also so zum Beispiel kann man eine Schablone machen. Einfach ein relativ dickes Papier nehmen, damit ihr die auch immer wiederverwenden könnt. Also jetzt kein 80er Papier. Und dann zeige ich euch nochmal ein paar Schablonen, die ich schon fertig gemacht habe. Da haben wir zum Beispiel hier einmal diese Blumen. Ganz viele große und kleine Blumen. Ich habe drei verschiedene Größen genommen. Dann, was ich natürlich total toll finde, sind hier Blätter. Blätter finde ich richtig schön. Das bringt Spaß, finde ich. Also mir bringt das total Spaß. Man kann auch zum Beispiel wie hier einfach nur so einen Streifen machen. Jetzt mit diesen Sternen zum Beispiel. Man muss ja nicht diese ganze, das ganze Papier durchstanzen, sondern zum Beispiel nur ein Streifen. Oder ihr setzt, legt die so an, dass ihr einen Kreis gebildet habt, kann man auch super machen. Das finde ich ganz schön, weil man hier mit diesen selbstgemachten Stanzen wieder ganz viele Möglichkeiten hat. Ihr müsst eben nur darauf achten, dass die Stanzen kein wirkliches Innenleben haben. Also das sind jetzt alles ganz einfache Stanzformen gewesen. Damit funktioniert es wirklich richtig gut. Und dann kann ich euch noch mal ein paar Ergebnisse zeigen. Ich finde das immer ganz schön, wenn man sehen kann, was man auch so damit machen kann. Fangen wir an mit der Blumenstanze. Wo habe ich sie? Da. Zum Beispiel mit der hier. Da habe ich jetzt diese hier gemacht. Und da könnt ihr nämlich auch ganz gut sehen, dass ich die Blumen, die ich hier ausgestanzt habe, die habe ich hier einfach vorne als Deko wieder benutzt. Deswegen nicht wegschmeißen. Könnt ihr bestimmt richtig gut nochmal gebrauchen. Also da haben wir einmal die Blume. Dann habe ich hier noch ein Beispiel zur Blume. Auch hier habe ich die Stanzüberreste wieder benutzt und hier einfach diesmal nur so einen ganz kleinen Kartenaufleger. Das war so ein Restpapier, was ich mit der Schablone bearbeitet habe. Und hier kann man ganz gut sehen, dass auch hell, lila und dunkelblau zum Beispiel ganz gut miteinander funktioniert. Man kann ganz viele Farben miteinander benutzen. Dann habe ich die Blätter. Das waren diese hier. Da habe ich zum Beispiel diese Karte gemacht, die ich auch wunderschön finde. Seht gerade, hier fehlt mir noch ein kleiner Bling-Bling-Stein. Muss dahin, das gehört einfach so. Ja, das ist eine Karte, die ich weiß nicht, ich finde, die strahlt einfach so Glück und Fröhlichkeit raus. Ich finde die ganz toll. Und das ist eben dieser Hintergrund. Dann haben wir noch die Sterne. Die sehen dann so aus.
Das ist zum Beispiel auch eine Karte, die man super für ein Mädchengeburtstag nehmen kann, für ein kleines Mädchen, was Geburtstag hat oder jemand, der ganz gerne Pink mag. Hier habe ich jetzt eben mit zwei verschiedenen Pinktönen gearbeitet. Und wenn man zum Beispiel noch irgendwelche Restbänder hat, die kann man hier immer super verwenden. Das ist immer noch so ein besonderer Eyecatcher, finde ich, und lässt sich einfach immer super verwenden. Und zuletzt habe ich noch eins mit den Blättern. Da habe ich jetzt hier noch keinen Spruch drauf. Da habe ich nur die Hälfte eingefärbt und dann diesen Übergang einfach mit einem Band verdeckt. Jetzt könnte man hier zum Beispiel den Spruch hinsetzen oder noch irgendwie so einen Stempelabdruck so als so eine Figur oder so mit draufsetzen. Ihr seht, man hat eine super riesen Auswahl an Hintergründen dann, wenn man sich mal einmal daran gesetzt hat und alles einmal durchgekurbelt hat. Ich kann nur sagen, dass man diese Stanzen oder diese Schablonen immer wieder verwenden kann. Ich habe meine jetzt hier schon öfter benutzt. Das ging ganz gut. Man muss sie eben nur ordentlich wegpacken, nicht, dass sie kaputt gehen. Gerade wenn man jetzt hier zum Beispiel über den Blättern so eine kleinen Papierstreifen hat, dass die eben nicht so abbrechen oder abknicken. Einfach in eine Hülle rein und dann kann man die immer wieder ganz toll verwenden. Ja, ich hoffe, dass damit eure Fragen jetzt auch geklärt sind. Wenn nicht, dürft ihr natürlich wieder in die Kommentare schreiben oder mir per E-Mail, wenn ihr es nicht unbedingt unten öffentlich reinschreiben möchtet. Daher kam nämlich auch die Frage, ob ich das mal zeigen könnte mit den Schablonen, wie das überhaupt funktioniert. Und ja, ich hoffe sehr, dass ihr alle gesund seid, ihr gesund bleibt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Basteln. Das ist wieder so eine tolle Arbeit, die man so ein bisschen zwischendurch machen kann, wenn man einfach mal ein bisschen kreativ sein möchte. Auch mit Kindern natürlich super gut. Gerade hier mit diesen Sternen, weil da haben wir nur so ganz wenig. Das Papier ist nicht so instabil wie natürlich bei dem hier, weil hier haben wir ganz viel Gestanztes. Einfach aufs Papier legen und dann können die Kinder die Sterne einfach nachmalen mit einem Stift und dann zum Beispiel ausmalen. Kann man sie gleich mit beschäftigen, während man an Schablonen machen ist. Genau. Das soll es auch gewesen sein. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wünsche euch allen einen ganz tollen Tag. Und ja, sag Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.